Servus, der Marco von Piercing to Venus hier und bei mir ist die Lisa. Wir machen ein Piercing im Ohr, ein Hilo, wie sich das nennt. Das ist ein Piercing aus, aus unserer Wellbeing-Serie, wo auch gegen Depressionen helfen kann, soll. Und wir machen das einfach. Ich messe mir jetzt mal raus, auf welcher Seite das besser ist. Ich möchte jetzt erstmal von dir gar nicht wissen, was dir besser gefällt, sondern wo es besser ist. Wichtig, ich habe es vorher schon gesagt, bei dem Vorgespräch, bei Migräne-Piercings, wo man tiefe Piercings stechen, kann man sehr, sehr genau sagen, ein Piercing hilft gegen die Migräne. Auch Schermendpunkt ist bei so Angststörungen, Schlafstörungen, auch bei Depressionen auch ein mega tolles Piercing. Auch der hilft meistens sehr viel. Aber generell gibt es natürlich die Ursachen für gewisse Phobien oder auch Depressionen oder auch gegen zum Beispiel chronische Schmerzen. Gibt's verschiedene. Aha. Das kann sein, dass der jetzt ein bisschen überhitzt ist hier. So. Also generell gibt es dann sehr viele Gründe für sowas und man kann natürlich jetzt nicht immer mit einem Piercing alles therapieren. Ja. Also bei sowas ist es oft einfach nicht möglich. Harmonisiert, verbessert immer, aber bei Migräne reicht wirklich das Migräne-Piercing aus und bei den anderen Wellbeing-Piercings hilft es. Bei Kleinigkeiten, ich habe Leute gehabt, die waren unruhig, so Schermendpunkt gemacht, weil sie in der Arbeit so unruhig ist im Ding. Und dann sagt die Kollegin immer zu ihr, sag mal, du bist so ruhig geworden. Und sie sagt, sie hätten das Piercing stechen lassen. Und dann war die auch ein paar Wochen später da. Also wenn es nur Kleinigkeiten oft sind, das hilft, reicht so ein bisschen schon aus. Ich möchte nur nicht das Gefühl haben, dass die Leute denken, sie kommen und dann ist alles vorbei. So, ich messe es mal aus. Ich zeige dir mal gleich, wie es ist. Ich mache es auf beiden Seiten klar, das ist natürlich kein Fehler. Man muss es natürlich nicht auf beiden Seiten machen. Also einen Hauch mehr Ausschlag habe ich auf der rechten Seite. Das ist aber sehr, sehr ausgeglichen bei dir. Es ist eine Geschmacksfrage auch vom Punkt. Die Punkte sind der Ort ein bisschen anders. Die Punkte verhalten sich auch minimal anders. Einfach mal ein Spiegel, ich habe beides ja markiert. Mal ein Spiegel gucken. Da wäre es einen Tick weiter oben. Bei der anderen Seite ist es eher ist der Punkt genau in der Mulde. Und Akupunkturpunkte variieren. Ja, klar, kannst du sehen. Okay. Ja. Also, es ist so. Vom Ergebnis, vom Messen her ist es fast egal. Ein Hauch, wie gesagt, spricht mehr für rechts. Ich weiß gar nicht, was du jetzt lieber wäre, ob du es eher links oder rechts haben wolltest. Da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Das irgendwo, wo es halt. Weil links hast du halt schon Tunnel und Plaque drin, dann hätte man halt auf einmal mehr. Das andere, dagegen ist der Jungfrau nicht, dann hätten wir da auch mal ein bisschen ein Highlight. Ich wäre fast auf rechts gewesen. Ja, ich wäre auch auf rechts. Optisch wie funktionell. Also machen wir rechts? Ja, weil das wollte ich jetzt mal, was dir wisst, besprechen. Das hält sich dein Ohr nicht. Ja, nee, passt. Glitzer? Ohr? Nee, machen wir nicht. Dann haben wir einfach eine silberne Kugel, die sieht so aus, das ist die 3 mm. Okay. Zu klein ist nichts. Ja, also das würde ich, es gibt noch jetzt mal einen Halber, aber die ist fast zu small, wie die 3 mm ist. Okay, wie war die? So, dann haben wir die Stelle desinfiziert, angezahlt und genau gemessen. Ich mache dir nur kurz eins, ich mache dir schon den Punkt weg, damit du durch Wien spazierst und hier 2 Punkte brauchst. Genau. Es ist auch nichts passiert, aber kann man sich sparen. Genau. So, dann halten wir die Stelle mal fest. Ich denke dir das durch. Das ist wie ein normales Piercing, also ich sage, das ist generell. Nichts Dramatisches, ein ganz kleines Pieksen und dann haben wir das schon wieder fertig. Okay. Also auf den Punkten, wenn man die jetzt markiert mit dem Finder, genau, dann tun die auch nicht mehr weh, oder? Also weil ich habe mal ein Video von dir gesehen, wo es beim Dave. Ja, Dave ist wieder eine Spezialität. Ich meine, sagen wir so. Ja. Natürlich tut ein Akupunkturpunkt zu stechen, ist oft ein Tick empfindlicher als ein Nicht-Reaktionspunkt zu stechen. Bei einem Dave besonders,
Weil Dave quasi, wenn jemand eine Migräne hat, ist die Stelle in der Haut ständig gereizt. Mhm. Das ist eine Spezialität, dass das Ding quasi ständig unter Strom steht. Okay. Und deswegen tut das Stechen beim Dave Migräne auch echt weh. Bei einem Gelenkpunkt und bei sowas ist es nicht so eine Dauerbelastung. Das heißt, ja. Da hast du eigentlich fast vom Schmerz das gleiche wie den normalen Punkt. Oh. Ja, dann haben unsere Nachbarn wohl die. Hoppala. Da haben unsere Nachbarn, die haben eine Baustelle. Oh. Haben wohl kurz das Stromausfall ausgelöst. Super. Toll, wir haben den ganzen Server und so. Das lieben unsere Server, unsere Klimaanlagen. Lieben so etwas, wenn es plötzlich mal dunkel wird. Cool wäre es nicht gewesen, wenn wir es gestochen hätten und in der Sekunde wäre es dunkel geworden. Ja, das wäre blöd. Das, nee, wäre gar nicht. Das wär für ein Effekt, wenn es so, weißt du, so Mark sticht und die Lichter gehen aus. Stimmt. Das ist ein neues Feature, so als neues. Das ist ja. Steigt auch auf. Und so passend zu Halloween. Ne? Genau, Halloween ist doch erst im. Ja, bald. Wir haben meine Mädels haben schon alles geschmückt und wieder, wenn du die gesehen hast. Ja. Das ist ja bald, man weiß nicht, das ist aber der 6. Dann haben wir noch. Ja, so ist Tage. Das halt. Ja, wie geht's dir? Fühlt sich schon gut? Fühlt sich schon motiviert? Nee, passt. Ja. Alles bestens. Perfekt. Ja. So, ich finde es auch schön, dass ich leider im Spiegel. Ich kann noch kurz schauen. Was ihr da hört, ist dieser Smirk-Counter, der macht hier seine neue Einstellung, weil er quasi meine YouTube-Abos sind da, wenn er drauf gezählt. Und nachdem er jetzt einen Stromausfall hatte, verbindet er sich wieder mit dem Internet. Und wenn er das kein Internet findet in den nächsten Minuten, dann klackert er jetzt hier lustig. So, in den nächsten 3 Minuten vor sich hin. So, dann werden die Leute denken, was klackert sie da einfach so. So, also, ich erkläre mal die Pflege. Erster Schritt: Hände waschen, Hände desinfizieren. Dann nimmst du mit dem Portelin Spray und sprühe vorne und hinten auf dein Ohr drauf. Lass es einwirken, 30 Sekunden. Nimm dann bitte eine Küchenrolle, weil die nicht fusselt. Mach die feucht mit dem Spray und wisch vorne und hinten dein Öhrchen sauber. Du kannst wirklich schön in den Stecker drum rumputzen, du kannst den auch bitte in den Leerbewegung zum Putzen. Okay. Dann nimmst du das Gel, da reicht ein Tropfen, wild dünn, auf den Finger, vorne und hinten drauf. Ja. Und dann bewegst du das bisschen vor und zurück, damit das Gel auch in den Stichkanal kommt. Mhm. Wir machen das 3 Wochen bitte 2-mal am Tag und dann 3 Wochen 1-mal am Tag. Das heißt 6 Wochen am Stück. Okay. Und in 6 Wochen hätte ich dich gerne hier zum Kontrollieren, zum Wechseln, wenn es gut ist. Und, dann tauschen wir es aus. Wenn du aber aus Deutschland bist, weil du weg bist, dann kommst du nach 6 Wochen nicht her. Mhm. Dann würde ich dir empfehlen, dass du deinen Stecker mitnimmst in der nächsten kürzeren Länge und den dann selber einsetzt oder bei einem Studio in Deutschland einsetzen lässt. Okay. Ja, ganz wichtige Regel. Haare färben ist verboten. Ich glaube, du bist aber echt, oder? Ich bin echt. Perfekt, das ist trotzdem wichtig. Also fast zumindest für Schwarz musst du absagen, zumindest 6 Wochen lang. Okay. Sport, Haare waschen, duschen, ist ab morgen erlaubt. Ja. Föhnen und sowas auch, ist kein Problem. Mhm. Und ansonsten gibt es eigentlich keine Verbote. Okay. Gibt es von deiner Seite aus Fragen? Nein. In das Piercing kommen Piercings rein, keine Ohrstecker. Das ist noch wichtig für dich. Okay. Weil man könnte ja sagen, ja, das ist jetzt ein viertes Ohrloch, so ein hohes, dann mache ich mir eine Ohrstecker rein mit so einem Butterfly-Verschluss, lass das bitte. Nur, dass es weiß, das wäre komplett fatal und falsch. Ja. Okay? Gut. Wenn das Piercing hilft, ist es oft so, dass auch dann zu gewissen Zeiten das Piercing mal mehr saftet, wenn es sich wieder verbessert, wieder mehr saftet, das ist immer auch dann, wenn man einfach gewisse Schwankungen hat, Depressionen oder was, ist ja auch nicht linear, man sagt, man hat zur Zeit, wo es besser ist, schlechter. Und es kann auch sein, dass du merkst, das Piercing ist mal zur Zeit lang beleidigt, dann wieder nicht, dann wieder beleidigt, dann wieder nicht. Das zeigt einfach auch so die Spitzen und dann braucht es halt auch immer wieder Pflege. Also alle Wellbeing-Piercings, die wir machen für solche Funktions-Piercings, kann sein, dass die einfach mehr Pflege brauchen und sich auch immer wieder mal entzünden und man denkt, ich habe doch gar nichts gemacht, aber eben im Hintergrund läuft ein bisschen was an. Ja, okay. Alles soweit klar? Ja. Super. Hat mich gefreut, Lisa. Danke dir fürs Kommen, euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus, tschüss, baba.